Kunstausstellung haben zwei Fenster dieses Mal. Das ist vom Jens. Von mir. Das ist die Balletttänzerin. Die mit dem Drache. Frau, die Früchte sammeln. Frau, die Wolfären. Da ist Gönschli-Porträt. Und das ist vom. Oh, Jens. Warte, eine ist von Oliver und eine ist von Jens. Ja, genau. Der ist von Jens und der ist von Oliver. Und jetzt das nächste Fenster kommen die Bilder. Tschüss. Das zweite Fenster, das Bilder sieht man da schon. Afrika, Lhasa, also Nelly Lhasa. Bastelbüffel oder so. Das. Zebra, alles aus Afrika. Jede Zeit der Ausstellung. In Schönberg, Dolfatzen. Und das ist Frühling, das sieht man. Ha? Überall grün und jetzt Blümli, Gänseblümli und Löwenzahn. Schön. Alle Fahrt also wachsen. Geschlafen den ganzen Winter. Tschüss. Mini süße Strümpfe. Ich habe jetzt mal an jetzt. Und nur noch sehr schön. Jetzt trinke ich Prosecco. Und jetzt ins Disco. R&B. Hip-Hop. Ciao. Alle Bilder sind fast nach oben schon. Geht schnell, sind gewöhnt. Ein gutes Team zusammen. Draußen Frühling, Frühlingsblumen überall. Freuen mich. Jetzt haben wir die zwei Fenster. Lass mal gucken da. Ein Fenster ist schon fertig. Von oben ein bisschen mit der Höhe anlaufen.
dir wer? Hä? Ja, wir haben drei Babys bekommen, hä? Olga, nein, meine Käthe sind auch so klein. Ich habe zwei Babys gekriegt. Eins ist eben dann mit einem versteiften Bein. Und oh, die sind so, die kumpeln den ganzen Tag umeinander. Das ist süß. Das ist schön mit Geiss. Die sind auch, wenn man nicht falsches Futter gibt, einfach. Die müssen nur Heu haben, Gras. Ganz wenig Futter. Gell? Und mit Schaf ist auch so einfach. Gell, du bist ja ganz einfach, du. Süß. Und da gumpen die Kleinen immer umeinander. Nur süß. Tschüss. Wir sind Namen der Kleinen, gell? Tschüss. Es tut dir gerade am Ende. Mama wird ausgesucht von den zwei. Ganz eine tüchtige Mama. Ja. Das ist Mietze, meine Katze, die ist ein großes Geschenk. Teuerste Tier, die frisst am dürsten. Ich kaufe aber trotzdem sehr günstige Sachen, mische ein bisschen Katzenfutter mit Hundefutter. Also, ich habe sie schon gut erzogen, die ist so anhänglich, kommt immer mit in den Ferien, wunderschön. Ich nehme sie aber mit im Auto, wenn sie Pipi machen muss, geht sie in einen Box rein und nachher mache ich Decke wieder zu, komme nach Schweden und nach Spanien, mache die Tür auf, sie springt raus, springt ein bisschen herum eine halbe Stunde, nachher kommt sie viel im Haus und viel bei mir. Und wenn ich komme am Abend in der Nacht, kommt sie immer rein. Die überwacht den Garten her und das Haus und das ist schön. Schön mit deiner Katze. Tschüss. Mit sie, hä? Du musst mir helfen, Fische fangen, hä? Aber nicht fressen.